Augsburg, die Weltstadt des Mittelalters, gibt einen idealen Startplatz für die Nachfahren der Montgolfiere ab. Nicht nur, dass Stadtkulisse und Freiballon der gleichen Epoche entstammen, im heutigen Augsburg hat die einzige Ballonfabrik des Kontinents ihren Sitz. Kein Zufall also, wenn am Sonntag schon zum zweiten Mal in einem Jahr eine ganze Armada zur nationalen Ballonwettfahrt antrat. 28 Hüllen der aufgeblasenen Konkurrenz halfen die Luftwaffensoldaten vom Starfighter-Flieger Horst Lechfeld füllen und aufrüsten. Das Kommando übernahmen hier allerdings nicht die Kommodore, sondern die Ballonmeister. Sie sind für den Klarstand verantwortlich, für die Flugtauglichkeit der Gefährte und die Sicherheit der Ballonfahrer. Sie prüfen den Druck der Leuchtgasfüllung, geben Anweisungen zum Hochlassen des Ballons und verteuen das Netz eigenhändig mit dem Korb. Der Meteorologe erforscht unterdessen das Wetter. Sonnenschein und leichte Bewölkung, sagte er am Sonntag, richtig voraus. Nur in der Windrichtung täuschte er sich, trotz Theodolit und Versuchsballon. Unterdessen studieren die Wettfahrer ihre Karten. Von Augsburg soll es 30 Kilometer weit in Richtung Schrobenhausen gehen. Dort wird das erste Ziel markiert. Briefing nennen das die Luftgondolieri des Jet-Zeitalters. Und dann begeben sich die Ballonfahrer zu ihren aufgeblasenen Reklameschiffen, bändeln ihre Navigationsgeräte an die Taue und warten auf die Startfanfare.